Und herzlich willkommen zu Lindemanns Wochenschau. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Vorige Woche ist ja die Wochenschau leider ausgefallen. Ihr wisst das ja, vorige Woche war der Bundesparteitag der AfD in Essen mit viel Krawall, mit viel Tamtam. Als Delegierter für Berlin war ich natürlich auch vor Ort und habe mitgestimmt. Aber glücklicherweise ist der Parteitag sehr harmonisch verlaufen. Tino Chrupalla und Alice Weidel wurden als Bundesspitze wiedergewählt. Herzlichen Glückwunsch allen beiden. Ich bin gut, dass wir, finde es gut, dass wir hier Kontinuität geschaffen haben und dass unsere wichtige Arbeit hier für Deutschland mit dem neuen Bundesvorstand jetzt so weitergehen kann. Das ist gut. Wir leisten viel und Deutschland braucht uns. Und dafür setzen wir uns natürlich auch ein. Und entschuldigt bitte, dass es deswegen vorige Woche keine Wochenschau gab. Ja, aber in der letzten Zeit ist auch wieder sehr viel passiert. Donnerstag war die letzte Plenarsitzung vor den Sommerferien. Da gab es dann viel Geschrei. Die Grünen haben einen Antrag eingebracht mit den Linken zusammen. Sie wollen ein AfD-Verbot in Berlin. Ja, sie wollen also die AfD verbieten. Das heißt, Linke und Grüne haben natürlich Angst, dass ihnen die Wähler wegrennen, weil sie rennen ihnen ja auch wirklich weg. Und sie meinen jetzt, mit so etwas kämen sie durch und mit so etwas würden sie dann Wähler gewinnen können. Liebe Linke und Grüne, damit gewinnt ihr keinen einzigen Wähler zurück. Im Gegenteil, ihr werdet noch mehr Wähler verlieren und das Verbotsverfahren wird vor Gericht sowieso nicht durchgehen. Also lasst es lieber bleiben und macht lieber vernünftige Politik für die Menschen, so wie wir das machen. Das ist nur ein gut gemeinter Rat. Ja, ansonsten gab es nämlich nur viele schwachsinnige Geschichten in der letzten Zeit. Ganz aktuell fordert der Finanzminister Steuerrabatt für Ausländer. Ja, also Ausländer, die hier nach Deutschland zuwandern, die sogenannten Fachkräfte, sollen Steuerrabatte bekommen. Also ganz ehrlich, wieso soll ein Ausländer, der hier nach Deutschland kommt und hier arbeitet, weniger Steuer zahlen wie ein einheimischer Mensch, der hier geboren ist oder der hier wohnt und Steuern zahlen muss? Das verstößt gegen die Gleichbehandlung. Das ist völliger Unfug. Außer so ein blödsinnigen Ideen kommt ja auch von dieser Bundesregierung, von dieser Ampelregierung nichts Gescheites mehr. Also wir brauchen keinen Steuerrabatt für Ausländer, wir brauchen ein Remigrationsprogramm für illegale Ausländer. Das wäre etwas Vernünftiges. Ja, dann wird darüber spekuliert, ob für die Ukraine jetzt eine Kriegsanleihe kommen soll. Die Finanzierung der Ukraine ist ja sehr teuer und Deutschland zahlt ja den größten Batzen davon. Natürlich von ihrem hart erarbeiteten Steuergeld wird das bezahlt. Wir sind auch hier dagegen. Wir wollen nicht, dass ihr Steuergeld an die korrupte Ukraine und die korrupte Politelite in der Ukraine verschleudert wird. Beitrittsverhandlungen, Gespräche mit der Ukraine und Moldau haben ja auch angefangen jetzt durch die EU. Auch das völliger Unfug. Beides arme Länder, die haufenweise Subventionen bekommen würden, auch wieder von ihrem Steuergeld. Und dazu die Ukraine, ein Land, was sich im Krieg befindet, hat in der EU nichts zu suchen, absolut gar nichts. Weil wir brauchen das deutsche Steuergeld hier für Deutschland und nicht für Ukraine, Moldawien oder sonst irgendwo, um das so überall in der Welt zu verschenken. Baerbock hat ja jetzt auch schon wieder gesagt, dass sie 19 Millionen mal eben für den Gaza verschenken will. Auch das völliger Quatsch. Das kann nicht sein, dass wir alles finanzieren. Ja, genauso sieht es aus bei dem Thema Entwicklungshilfe. Deutschland ist der größte Geldgeber in Europa bei der Entwicklungshilfe. 34 Milliarden Euro 2023 deutsches Steuergeld für Entwicklungshilfe in allen Herren Ländern. Ihr erinnert euch da an die Radwege in Peru oder die gendergerechte Gedöns in Bangladesch und was weiß ich nicht für Quatsch alles. Ja, wer da alles Entwicklungshilfe kriegt, das muss mal ganz radikal zusammengestrichen werden. Weil Entwicklungshilfe nur, wenn wir definitiv davon Vorteile haben, da kann man sicherlich andere Länder unterstützen. Oder wenn irgendwo eine besondere Katastrophe ist, kann man sicherlich auch unterstützen. Aber nicht das deutsche Steuergeld in aller Herren Welt verschwenden und verplempern. Das ist nicht nötig. Denn zu allem Überdruss sollen ja auch noch jetzt die Krankenkassenbeiträge erheblich steigen. Na, warum steigen die? Natürlich wegen der illegalen Migration. Damit die Flüchtlinge, die alle in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert werden, aber nur einen minimalen Beitrag, auch vom Steuergeld finanziert, natürlich in die Krankenkasse einzahlen, kosten allerdings der Krankenkasse wesentlich mehr, als wie das minimale Geld, was da aus Steuermitteln eingezahlt wird. Und das wird dann umgelegt auf alle
Mitglieder der gesetzlichen Krankenkasse. Das heißt, sie zahlen nicht nur mit ihrem Steuergeld für illegale Migration, sie zahlen dann mit ihren Krankenkassenbeiträgen auch nochmal für illegale Migration und für illegale Migranten. Und hinzu kommt dann noch, natürlich, wenn so viele Menschen hier nach Deutschland kommen oder es nicht mehr Ärzte gibt, die warten länger auf einen Arzttermin. Also Sie sehen schon, hier läuft etwas ganz, ganz, ganz schief. Und schuld daran ist diese Migrationskrise, diese illegale Migration. Darum brauchen wir dringend eine Remigration, ein Rückführungsprogramm und müssen unsere Grenzen so weit schützen, dass illegale Einwanderung de facto nicht mehr möglich ist. Ja, liebe Freunde, das war natürlich ziemlich viele Schreckensnachrichten diese Woche, was jetzt hier gekommen ist. Leider, leider, leider. Wir arbeiten aber als AfD daran, dass wir die Zukunft für Sie in Deutschland besser gestalten. Darum wünsche ich Ihnen jetzt trotzdem ein schönes Wochenende. Genießen Sie die Zeit mit Ihren Freunden, mit Ihren Liebsten, mit Ihren Familien und schalten Sie auch nächste Woche wieder ein zu Lindemanns Wochenschau.